Hi, ihr Lieben. Also ich freue mich heute über was ganz Besonderes mit euch zu sprechen, nämlich über Zeitlinien. Und die meisten wissen sehr wenig darüber und es gibt auch extremst wenig über die Wahrheit im Internet. Ich habe jetzt auch eine ganze Weile mal geschaut und es ist nichts da, was irgendwie, ja, für uns wirklich dienlich ist, sodass man sagen könnte, ja, damit können wir was anfangen. Also trotzdem, wenn ich das Thema sage, sind alle immer aufgeregt und sagen, davon wollen sie mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal schnell ein Video. So, ich fange einfach mit dem Satz an, damit ihr einfach eine Vorstellung davon habt. Es ist definitiv so, dass die meisten Menschen, 90% der Menschen, 80, 90% der Menschheit, nicht in dieser Zeitlinie existiert, beziehungsweise nicht in dieser Zeitlinie lebt, sondern sich mit seinem Astralkörper eben nicht nur in diesem Körper befindet, sondern parallel in verschiedenen Zeitlinien. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wo er auch existiert. Und es ist wirklich so, dass die meiste Energie für diese anderen Dimensionen zur Verfügung steht. Ich will jetzt keine Philosophien machen, sondern euch einfach auch über das erzählen, was ich durch Rückführungen erfahren habe, wo man auch Menschen, die heutzutage bestimmte Verhaltenszügen haben, wo man einfach nicht weiß, was es mit dem anzufangen, daran erkennen kann, dass es sich noch in einem bisherigen Leben befindet, also einem vorherigen Leben befindet. So, also es ist einfach wirklich so, dass wir nicht nur in der Vergangenheit hängen. Das sagt dir manchmal auch ein spiritueller Heiler oder ein Seher, sagt, ja, du hängst so viel in der Vergangenheit, sondern damit meint er nicht nur dieses Leben, sondern eben auch die früheren Leben. Und es ist bei ganz vielen so, ohne dass sie das wissen, dass die Verhaltenszügen, die sie haben, ob das Charaktereigenschaften sind, Vorurteile, Meinungen, einfach Menschen zu mögen oder nicht, dass die definitiv mit früheren Leben zu tun haben und dass es Aussetzer gibt, in denen du dich selbst in einer früheren Zeit, in dir befindest, es aber selber gar nicht merkst. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Du hast bestimmte Eigenschaften. Also du hast bestimmte Phasen am Tag oder in der Woche oder im Monat, wo du vielleicht ja nicht so gute Laune hast, wo du einfach schlecht mit dir unterwegs bist, wo du wenig dich um Spiritualität kümmern kannst, wo du viel Fressphasen hast, wo du einfach sagst, ach, scheiß drauf, Alleinheitsmensch in die Ecke, das bringt ja alles nichts. Und in dieser Zeit denkst du, dass du überhaupt nichts machst, dass du nicht vorankommst, dass du hier in dieser Matrix hängst und ja, einfach auch gar kein spiritueller Mensch bist. In Wirklichkeit wird deine gesamte Energie abgezogen und du befindest dich in einer früheren Zeitlinie. Es kann sogar sein, dass du in dieser Zeit deine eigenen Familienmitglieder, deinen Partner, deine Eltern nicht ausstehen kannst und dich zurückziehst und einfach absolut keine Gefühle von Glück, Liebe oder Dankbarkeit empfinden kannst. Die kannst du ja auch nicht erzwingen, sondern die sind einfach nicht da. Es ist wie, als würden die anderen nicht existieren. Du bist plötzlich mit dir total allein. Das sind so diese Anzeichen, dass du dich in einer früheren Zeitlinie in diesem Moment befindest. Ja. Du bist auch gerne mit dir alleine unterwegs. Du, ja, möchtest einfach mit niemandem reden, du schweigst lieber. Das sind auch Anzeichen. Wenn du also nicht redest, ein Mensch bist, der nicht kommuniziert, das ist ein ganz markantes Zeichen, dass du dich in der Vergangenheit befindest. Du tust Dinge, wo deine Familienmitglieder denken, ja, also das ist doch nicht normal, das macht er doch sonst nicht. Was ist jetzt in den Gefahren sozusagen? Das sind diese Momente, wo du vielleicht auch Aussetzer hast, dich einfach absolut gar nicht liebevoll benimmst und ja, auch nicht Herr deiner eigenen Sinne bist und dich selbst nicht ausstehen kannst, weil du weder weißt, wo oben und unten ist, was an deinem Tag noch angebracht ist und was nicht. Und das sind auch wieder die markanten Anzeichen, dass du dich mit deinem Astralkörper in einer früheren Zeitlinie befindest. Und in dieser Zeitlinie, das ist einfach ein bisschen horrible, wenn man sich das vorstellt, läuft immer das Gleiche ab. Es ist einfach so, du kommst da nicht raus, dein Astralkörper ist erdgebunden. Und er muss durch die Energie, die du jetzt in diesem Leben hast, in irgendeiner Form darüber informiert werden, dass das Leben schon vorbei ist und dass er tot ist und dass er deine gesamte Energie dort mit zum Beispiel geistig-emotionalem Helfen ablöst, freispricht und auch die Allmacht der Liebe natürlich um Hilfe bitten, damit er in diesem Leben diese Astralkörperanteile wieder zur Verfügung hat. Und jetzt kommt's, was eigentlich das Hauptproblem ist an der ganzen Geschichte, dass du bestimmte metaphysische Kräfte und Fähigkeiten, die dir eigentlich für diese Inkarnation schon zur Verfügung gestanden hätten,
noch geparkt sind in der Vergangenheit. Und jetzt kommt es natürlich, jetzt denkst du, ja, okay, es ist ja jetzt nur ein Leben oder zwei Leben, in dem ich mich vielleicht in der Vergangenheit befinde. Nein, die meisten Menschen, die nicht in die Spiritualität kommen, die es nicht schaffen, zum Beispiel ihr Leben komplett zu unterscheiden von denen, die anders leben auf dieser Erde, die religiös irgendwelchen nicht sichtbaren Gottheiten hinterherbeten, die noch nie zuvor gesehen haben, mit denen kein persönliches Wort gesprochen haben, sich keine eigene Meinung bilden konnten, die einfach sozusagen wie die Minions diesen Gottheiten hinterherrennen, ohne zu wissen, wo ihr Head ist. Also die haben keine Krone, keine Führung, sondern sie setzen jemanden anderes in ihre Führung. Diese Menschen sind, wie ich auch schon in früheren Videos gesagt habe, einfach Hybride. Das heißt, sie sind nur zur Hälfte oder nur zum Teil in bestimmten Chakren inkarniert. Jetzt könnte man denken, ja, die sind halt so künstlich erschaffen durch erdinnere Reptozüchtungen, genetische Veränderungen der Archons und so weiter oder der Anunnaki. Oder aber sie befinden sich, das ist jetzt die große Frage, zur Masse ihrer Anteile in früheren Leben. Und das handelt es sich nicht nur um eins, sondern jetzt kommt es. Im Grunde genommen stellt sich auch die Frage, wieso wir immer kleiner geworden sind. Also ich finde, klar, die Geschichtsbücher und was wir im Geschichtsunterricht hatten in der Schule, hieß ja, dass wir immer größer werden, damit wir wahrscheinlich gar nie auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, dass wir Riesen hier auf der Erde hatten und auch uns selber, wenn wir mit unserem Astralkörper eins sind, sind wir zwischen 3 und 4 Meter groß. Erinnert euch ans Avatar-Körper-Seminar, wie groß wir uns fühlen, wenn ich die Wirbelsäule aufgerichtet habe bei jedem Einzelnen. Ja? Das sind circa 3 bis 4 Meter. Das ist eigentlich unsere Originalgröße. Dann stellt euch vor, diese braucht auch eine gewisse Energie, um betrieben zu werden. So wie jetzt unsere Zirbeldrüse bei vielen Menschen auch schon viel zu wenig Leistung erbringt. Das sieht man daran, dass die Körper zusammenfallen, dass ihnen egal ist, was sie essen, in sich reinstopfen. Sie haben kein Bewusstsein mehr, weil der Antrieb für den Körper auf ein Minimum läuft, was natürlich auch Absicht ist. Analog, Fernsehen, Handy, WLAN, Sendemasten, ja, Gedankenfeld und dieses gesamte Elektrosmog um die Erde herum, um den Van Allen-Gürtel. Ihr wisst, wovon ich spreche. Dieses alles unterdrückt natürlich auch die hauptsächliche Aktivität der Zirbeldrüse. Aber was es hauptsächlich wirklich macht in der Wirklichkeit des Astralkörpers ist, dass eben in jedem früheren Leben, wo du hier auf dieser Erde inkarniert warst und dieses, wenn man sich mal die geschichtliche Sache anschaut, davon auch nur vielleicht 10% nimmt, die der Wahrheit entsprechen, selbst dann haben wir mit Sicherheit kein glückliches Leben führen können, weil Kalt, Armut, die Rückführungen, die ich gemacht habe mit meinen Klienten, haben auch darauf hingedeutet, dass zum Beispiel Kinder mal Handelsware waren, dass wir ja die an die Kirche gegeben haben in Nonnenklostern. So zum Beispiel einfach grausame Zeiten, wenn man jetzt ins Mittelalter zurückgeht, wo es sogar noch Aufzeichnungen von hat, in verschiedenen Sprachen auf der Welt, in verschiedenen Büchern. Also wir können zum Teil davon ausgehen, dass Teile da wahr sind. Und vieles ist natürlich erfunden und erlogen, aber diese sind erdgebunden. Diese früher inkarnierten Seelenanteile sind oft eben hingerichtet, gefoltert worden. Denkt mal an den Heilkreis Folterungen, also wo wir das alles durchgegangen sind, was da alleine an Energien erschöpfend in uns war, wo wir Resonanzen hatten und festgestellt haben, boah, das ist mir, ich bin sicherlich schon als Hexe verbrannt worden, ich bin schon geköpft worden. Das sind einfach Dinge, die fühlt man in sich. Ja. Und wenn ihr das schon gefühlt habt, dann wisst ihr, dass diese Anteile eben nicht erlöst in ein nächstes Leben gehen konnten, sondern dass die erdgebunden sind, ortsgebunden und zeitgebunden. Das bedeutet, der Astralkörper wiederholt alles, was du auf der physischen Ebene gemacht hast. Bist du also dort verbrannt worden als Hexe, dann tut der Astralkörper dir diese Informationen heute noch, weil wir sind alle verbunden, alle inkarnierten Seelenanteile, die früheren wie die jetzigen und in der Zukunft, die sind alle ein und dasselbe Bewusstsein, weil es das gar nicht gibt. Es gibt ja keine Zeit. Ja. Das passiert alles im Jetzt. Das ist das Einzige, wo wirklich etwas passiert. Und aber die senden die ganze Zeit noch den Schmerz, dass du quasi deine metaphysischen Kräfte an den Vatikan abgeben musstest, dass du abschwörst. Ja, deine Weisheit zu benutzen, dass du der Kirche dienst und so weiter, in der Hoffnung, dass du nicht verbrannt wirst, und dann wurden wir doch alle verbrannt oder geköpft und hingerichtet. So. Stellt euch mal vor, alleine dieser Schmerz im Emotionalkörper zu bedeuten, heißt, dass das ganz normal ist, wenn man jetzt in einem jämmerlichen neuen Versuch der Seele eine weitere Inkarnation startet
um das zu verarbeiten und um dich da auch wieder rauszuholen mit neuer Energie, mit frischem Start, so wie die Henne immer wieder das Ei legt, wenn man es ihr wegnimmt und sie in der Hoffnung hat, jetzt kriege ich ein neues Kind, jetzt brüte ich das. Und bevor es dann wieder ein Küken wird, nehmen sie es ihr wieder weg und fressen das jeden Sonntag. Ja, dann ist das so, die Seele macht das Gleiche. Das ist ja mit den Tierseelen genau das Gleiche. Es versucht einfach ein neues Baby in die Welt zu setzen. Problem ist, neuer Körper, neue Familie, absolute neue Veränderung der Kulisse. Und keine Erinnerungstraditionen, nichts sieht mehr aus wie früher. Was sollen wir als unbewusst lebender Mensch, der jetzt ganz normal groß wird, zur Schule geht, in den Kindergarten geschleppt wird, sich daran erinnern, aufgrund von vielleicht Déjà-vus oder Menschen, die uns begegnen, dass wir ja eigentlich hier sind, um den alten Seelenanteil endlich mal vom Kreuz zu nehmen oder die Axt aus dem Nacken zu ziehen, weil er weiß es einfach nicht mehr. Und es läuft parallel weiter. Und der neue Seelenanteil versucht als Lebensaufgabe, da kommt schon das Wort, die Aufgabe, etwas aufzugeben, was hier immer noch getan wird. Und das ist dieses Hinrichten. In Dauerschleife werden diese von uns bisher inkarnierten Seelenanteile ortsgebunden, körpergebunden, zeitgebunden, leidgebunden in der niederen Astralebene weiterhin gefordert und gequält. Und das ist es, warum die Astralebene so eine fürchterliche Fülle hat an verstorbenen Seelenanteilen von Fraktalen und ja, Energien, Dämonen, die da angezogen werden, was ja heute dann noch die gesamten Erdgitternetze nährt und wir deswegen auch die Resonanz als Gesamterdbewohner haben, was hier auf diesem Planeten stattfindet. Es ist einfach ein unglaubliches Ausmaß, was diese alten Zeitlinien, in denen wir inkarniert waren, die nie aufhören zu existieren, außer wir erinnern uns daran. Wir können das auflösen und uns die Astralkörperanteile wieder in unsere Einheit zurückholen. Ja? Das ist einfach das, was wir als Aufgabe haben mit einem normalen Bewusstsein, was eigentlich ein ganzes Leben lang dauert, herauszufinden, wo wir uns überall befinden und wie viele es von denen sind. Gehen wir jetzt mal einfach davon aus, dass es vielleicht nur 5 oder 10 sind. Ja, finde die jetzt mal raus. Dafür brauchst du in der Regel ein ganzes Leben. Wenn du dir niemanden zur Hilfe nimmst, dem du vertrauen kannst, der dich nicht gleich wieder einen Erzengel an die Backe hetzt, den du auch wieder bezahlen musst mit deinen Seelenanteilen oder andere schamanische Rituale abziehen musst, damit dir niedere Astralwesen helfen, die sich Doktoren, Engel und Gottheiten nennen, die selber noch da festhängen, die von deiner Energie ernähren müssen, weshalb du sie anbeten musst, damit sie was für dich dort tun, ja, weil die haben keinen Bock abzutreten von dieser Ebene, ja. Das sind alles die Dinge, die du am Markt angeboten bekommst. Und es reden die wenigsten davon, weil sie selber in der Gefangenschaft astral sind und diesen Wesen dienen müssen. Ja, wie man da rauskommt. Sie haben selber nicht den Schlüssel gefunden, sondern ja, bitten immer noch andere Wesen zu helfen und verlieren ihre Seelenanteile schon allein in der New Cage, wie die heutzutage aufgebaut ist. Und dann nützt es dir nichts, in Liebe und Dankbarkeit den ganzen Tag zu sein. Das nützt dir gar nichts. Du musst deinen Arsch hochkriegen und wirklich etwas tun dafür. Du musst arbeiten, jeden Tag arbeiten. Und deswegen tun sie uns hier beschäftigen. Beschäftigungen. Ja, und das muss gemacht werden. Also ihr müsst euch jetzt hinsetzen und schauen, wo geht ihr in Resonanz? Vielleicht macht ihr eine Rückführung, keine Ahnung, wie ihr da rankommt. Es gibt unglaublich viele Wege, so wie unser Bewusstsein unendlich und ewig ist. Ich bin auch nur auf einen Weg gebracht worden, der damals schon bekannt war, nämlich Rückführung. Und habe das dann damals auch mit Kunden gemacht und auch mit mir selber und jetzt auch wieder mit vielen Indina-Kunden, so dass man das herausfinden kann, dass diese Sachen aufgelöst werden. Wer jetzt sagt von euch, ja, ich habe schon eine Rückführung gemacht, der ist noch lange nicht befreit davon, weil es sind so viele Dinge wie Schichten einer Zwiebel, die nacheinander bewerkstelligt werden müssen, damit man an die Sachen herankommt. Und viele Sachen liegen einfach, je höher die Schwingung in deinem jetzigen Bewusstsein ist, also du fängst an, vegan zu sein, auf Seelennahrung zu gehen, dich mit Menschen zu umgeben, die Bewusstsein haben, deine Energie nicht mehr auszugeben für die Unterhaltung, für das Untenhalten in dieser Matrix, dann kommst du von alleine, es wird dir vor die Füße serviert, was da alles noch läuft. Und wenn eine ganze Familie oder zumindest eine größere Gruppe, mit der du hier zum Beispiel die Indina Level 2 Veganer, die könnten sich untereinander unterstützen, sagen wir oft, du erinnerst mich in deinen Verhaltenszügen an eine Nonne, an was auch immer. Und dann kommt man an bestimmte Themen ran. Man kann sich unterstützen, das weiß ich einfach. Aber deshalb liegt der eigenen Spiritualität und der Fähigkeit, wirklich sein Bewusstsein anzuschließen und die bisherige astrale Führung, also dunkle Wesen und Geister, abzuschließen, die nicht mehr dich führen, über dein Ego lenken und steuern können. Die Ego-Verletzungen sind das Hauptproblem und auch die
wenn man mal was sagt, dann verletzt man immer gleich das Ego. Das funktioniert so nicht. Man muss es wirklich schaffen, zu fühlen, dass es Liebe ist, wenn sich jemand mit dir auseinandersetzt. In welcher Form auch immer, er gibt dir Energie. Jede Form der Kommunikation, der Auseinandersetzung ist Liebe. Ja, und die ist dafür da, um dass du dir selber dienst und schaust, was läuft eigentlich bei mir noch an Programmen. Und viele wissen das auch im Unterbewusstsein, in ihrem Kämmerchen, was sie da alles so betreiben. Sie müssen aber ernsthaft, ja, sich selbst in die Augen schauen und sagen, ja, okay, ich realisiere das. Ich bin egoistisch, ich bin ständig im Ego verletzt, ich bin nicht kritikfähig, ich schaue mir selbst bei mir nichts an, ich schaue immer nur bei den anderen, was sie haben. Ja, und immer so scheinheilig, bei mir ist alles gut, das könnt ihr vergessen. Also sucht eure auf Zeitlinien, auf alten Zeitlinien gebundenen Seelenanteile, Astralkörperanteile und holt sie euch zurück. Sie müssen natürlich gereinigt werden, sie müssen abgelöst werden. Und dann in die Einheit integriert werden. Nehmen wir jetzt mal an, ihr schafft es vielleicht 10 zurückzuholen. Dann könnt ihr euch von alleine vorstellen, dass die diesen jetzigen Körper brauchen, den du zurzeit bewohnst. Sie können mit keinem anderen aus der Astralebene entfernt werden. Das bedeutet, du ziehst aufgrund deiner jetzigen Resonanz und deiner Gedanken und auch der Schwäche, die du hast für dein eigenes Bewusstsein, also der nicht vorhandenen Selbstliebe, oft die falschen verstorbenen Seelenanteile an, zum Beispiel Alkoholisierte, Raucher, alles, was du eben auch an Schwächen, Suchtmitteln in diesem Leben eingenommen hast, die sind oft dann schon im Astralkörper vorhanden und du kriegst sie gar nicht raus, hast gar keinen Platz in deinem astralen Bus, um deine eigenen Seelenanteile noch einzuladen. Das heißt, bevor wir das machen können, muss der Astralkörper erst einmal gereinigt werden von den falschen verstorbenen Seelenanteilen, die aufgrund von Resonanz an dich angebunden wurden. Denn die Astralebene sortiert nicht aus, sondern das ist einfach sofort da. Wenn du traurig bist, wenn du wütend bist, wenn du bestimmte Emotionen hast, die außerhalb von Liebe und Dankbarkeit sind, dann bist du in der niederen Astralebene sofort zu Hause und dein Astralkörper packt sich die Taschen voll, der geht einkaufen. Das ist so. Und die müssen ausgepackt werden. Dafür empfehlen wir euch jetzt hier, Eyama und unser Team, das Ubli Verstorbene ablösen. Ja, das ist das Ubli Nummer 1 und es wird jetzt demnächst auch das Ubli für die Zeitlinien folgen, wo wir einfach die Seelenanteile aus den alten Zeitlinien zurückholen. Hier in diesem Körper, dann gemeinsam die bearbeiten. Also, wenn du sie jetzt zurückholst in deinem Körper, müssen noch einmal bestimmte Personen besucht werden, Resonanzen hergestellt werden. Vielleicht müssen noch mal Orte bereist werden, wo du einfach in Liebe und Dankbarkeit diesen Ort verabschiedest und deine gesamte DNS umschreibst, dass dieser Ort hier quasi wirklich dienlich war, wo er dich erfüllt hat, dann kannst du auch deine Seelenanteile von diesem Ort entfernen, ihn mit nach Hause nehmen und in die Einheit nach deinem natürlichen Ableben hier auf dieser Erde mitnehmen. Was das Ziel, das ursprüngliche Lebensaufgabe deiner Seele war, diese hier mitzunehmen, also nebenbei einzupacken. Und da gibt es natürlich auch, was ich oft gesagt habe, wir sind hier, um einer Seele das Leben zu retten. Und ich habe das oft schon gesagt, das bist du selbst. Du musst dir selbst das Leben retten, indem du deine alten Zeitlinien, auf alten Zeitlinien deine gebundenen Seelenanteile und Astralkörperanteile wach machst, Punkt 1, reinigst, Punkt 2, zurückholst in diesen physischen Körper, Punkt 3 und Punkt 4, in diesem physischen Körper mit ihm gemeinsam die Resonanzen abarbeiten und das in Ordnung bringen, und zwar auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da kommen wir auch zur Antwort der Inlina Level 2 Gruppe, warum wir die auf Telegram überhaupt gegründet haben, die eine unglaubliche Schwere mit sich trägt und aber auch eine unglaubliche Entwicklung hinter sich hat, wo man sagen kann, ja, die sind wirklich so weit, sich das anzuschauen, mit denen kann man darüber reden, ohne dass die im Ego gleich angepisst sind und den Seminarleiter wechseln, sondern die haben es wirklich ernst, die meinen es wirklich ernst, die schauen sich das an und sagen, ja, ich gehe jetzt in mich, ich schluck das jetzt runter, ich weiß, die würden mich nicht verletzen, warum sollten wir das tun übrigens, warum sollten wir jemanden wirklich verletzen wollen, wir wollen durch den Dschungel der Astralebene mit euch durch, um das gemeinsam, das Feld wieder in die Ordnung zu bringen, indem wir alle gemeinsam hängen. Denn mit jedem Menschen, den wir in Resonanz bringen, also ihr dementsprechend auch, mit dem hatten wir etwas im früheren Leben zu tun. Das ist die Antwort auf die Level 2-Gruppe. Alle, die da drin in einer Community sind, in einer Gemeinschaft sind, kennen sich aus früheren Leben. Ob nun kurz oder flüchtig, spielt keine Rolle. Das Ziel dieser Gruppe ist es, diese alten Verbindungen in die Ordnung zu bringen und sich zu lieben letztendlich, damit man sich wirklich jetzt loslassen kann.
Das heißt, größte Aufgabe ist in Liebe und Dankbarkeit und in Vergebung, jeder sich entwickelten Seele zu begegnen, die tatsächlich, die wirklich in der Realität hier auf dieser Erde Bewusstseinsveränderungen auf die physische Ebene gebracht hat und die nicht nur die Weisheit vom Löffel gefressen haben und aus Büchern lesen oder vielleicht 20 Jahre die Veden studiert haben, um dann ein paar schlaue Bücher zu schreiben und dann als Held gefeiert zu werden, aber in ihrem Leben nichts auf die Reihe gebracht haben, weder Kinder noch tatsächlich ein Haus gebaut haben oder wissen, wie das physische Leben hier in dieser Matrix aussieht. Deswegen können sie ja auch nicht wirklich den Leuten helfen, um sie rauszuholen, weil sie nicht wissen, wo sie drinne stecken. Und das ist das Thema bei der ganzen Sache. Du musst dir also jemanden suchen, der genau die gleichen Lebensentwicklungen gemacht hat und sie gemeistert hat und da rausgestiegen ist und sich gesagt hat, ja, pass auf, das passiert mir nicht mehr, dass ich mich auf einem Friedhof wieder befinde oder dass meine Eltern ja, mich vielleicht noch kirchlich beerdigen lassen. Ja? All solche Dinge oder dass meine Eltern für mich Gebete sprechen, das muss geklärt sein, weil es darf auch nicht sein, dass du noch Verbindungen hast zu Leuten, die dich jeden Tag verfluchen und hassen, weil du ja, ausgestiegen bist, weil du sie im Stich gelassen hast, die arme Familie. Ja, es muss eine Lösung her. Du musst also daran arbeiten, dass du mit allen, mit denen du in diesem Leben in Resonanz getreten bist, sprich sie kennengelernt hast, in Frieden, zumindest in einer gewissen Form von Frieden, sagen wir mal einfach die einfachste Form von Neutralität, auseinanderzugehen und zu sagen, pass auf, ich habe dich jetzt 20 Jahre nicht angerufen. Das bedeutet, dass er mich zumindest zu einem ganz, ganz großen Anteil schon vergessen hat. Ja, also die Zeit können wir auch noch mit einkalkulieren. Die Zeit der Trennung spielt eine große Rolle. Und noch einmal, wenn ich die Zeitlinien bearbeiten möchte in früheren Leben, brauche ich auch eine Menge Energie, Ruhe und Enthaltsamkeit von der Vergangenheit und dieser Matrix. Dann kann ich nicht sagen, ich habe da jetzt noch eine Tochter und an die denke ich. Du hast gar nichts. Du hast weder Kinder noch eine Tochter. Was ich hier euch sage, das weiß ich selber und das mache ich auch bei mir selber, weil ich glaube an niemanden hier mehr auf dieser Erde. Ich weiß nicht, ich bin so, genauso wie ihr, verraten worden. Mein Vertrauen ist zerstört in jede Form von humanoide Lebensform, ja. Und das, wenn man sich das erarbeiten möchte, dann kann man mir das zeigen. Aber ich glaube nicht, ich gebe keinen Vorschuss an den Glauben, dass es jemand macht. Ich glaube auch nicht, dass jemand mein Mitgefühl mehr braucht oder mein Mitleid. Davon bin ich längst weg, ja. Das ist einfach so. Also das war früher so, mit Mitgefühl und mit Mitleid hat man mich gekriegt und habe ich mich vergeben und habe ganz vergessen, dass ich eigentlich wegen meiner Lebensaufgabe hier auch noch da bin. Und das ist auch, was ich euch mitgeben möchte. Passt auf, dass ihr nicht aus Mitleid irgendwelche Entscheidungen trefft oder irgendwelche Geschäfte oder Unternehmen aufkauft oder Hunde einsammelt auf der Straße, weil ihr Mitleid mit denen habt. Leute, das ist das, womit die niedere Astralebene arbeitet, weil sie wissen, dass wir mit Mitleid zu kriegen sind. Wenn ihr euch beim Mitleid erwischt, klatscht euch sofort eine. Echt, linke Seite und rechte Seite. Sofort aufhören. Wenn ihr den Gedanken auch nur habt, ach du Scheiße, ist das schlimm. Nein. Jeder hat seine Aufgabe hier zu erfüllen. Das ist genau richtig, was derjenige erlebt. Und alle fangen ganz, ganz weit hinten an. Und die, von denen wir noch nicht mal jetzt mehr reden können, weil sie sich Corona geimpft haben, für die ist es sowieso vorbei. Ich weiß nicht, was ich für Corona-Geimpfte noch machen soll. Die haben ihren Körper bereits umgebaut. Das sind ja KI-Portale. Da funktioniert die natürliche DNS, von der ich jetzt hier immer gerade rede, dass wir in alten Zeitlinien parallel noch existieren, nicht. Die haben sich abgetrennt von ihren alten Zeitlinien. Das heißt, sie sind nicht mehr in der Lage, mit diesem Körper sie nach Hause zu transportieren. Und das sieht man den Geimpften auch an. Sie sind traurig. Ihnen weint die Seele jeden Tag aus den Augen. Sie lachen nicht mehr. Sie liegen im Sterben. Genau, weil der Grund ihres Daseins nicht erfüllt werden kann. Egal, wie lange sie jetzt diese Luft noch atmen. Es ist sinnlos. Und deswegen kann man auch ihr Bewusstsein an die KI abgeben, weil es besser als gar keinen Sinn mehr hier zu haben. Das ist das Problem, ja. Und alle, die noch leben, denen sieht man das an. Die sind kreativ, die entwickeln, die sind lebendig, weil die Seele immer die Hoffnung hat, bis zum letzten Atemzug, sie schafft es, alle alten Seelenanteile zurückzuholen in die Einheit, mit dem Körper nach Hause transformieren. Und während deiner Lebzeiten hier noch kommst du mit dieser Energiemenge, dieser Bovi-Einheiten, die zurücktransformiert werden, wenn du dich gefunden hast auf früheren Zeitlinien, kommst du an deine metaphysischen Kräfte wieder ran. Diese wiederum, und das ist der Schlüssel für die eigentliche absolute Heimkehr und die sogenannte, weiß nicht, wie ihr das nennen wollt, Erleuchtung oder sowas, sodass du quasi nach Hause gehen kannst. Du brauchst diese Energiemenge. Diese Energiemenge sitzt in Zeitlinien fest, in der Vergangenheit.
weshalb du bestimmte Resonanzen hast und auch manchmal noch mal irgendwo hingehen musst, um jemanden zu besuchen. Und wenn das in Alaska ist, keine Ahnung, um dieses Erlebnis noch einmal auf dieser Zeitlinie zu wiederholen, um es dann in Liebe und Dankbarkeit zu heilen und loszulassen, dafür war es das wert. Aber wenn ich immer wieder diese Programme der Matrix in mir zu laufen habe und sie auch immer wieder durch Filme, die geschaut werden im Internet, ja, mittlerweile bin ich ja absoluter, also ich schaue keine Filme mehr, weil die Programmierungen sind so heftig. Also die normale Standardprogrammierung eines normalen Erdenbewohners ist, okay, also du kommst zur Welt, es ist jetzt egal, was du für Eltern hast, ob gute oder schlechte. Wenn du halt schlechte Eltern hast, dann gehst du später zum Therapeuten, therapierst das, machst ein bisschen Sinnanteile zurück und fertig ist. Dann gehst du arbeiten, ja, dann schaffst du dir deinen Traumpartner an am besten in irgendeiner Form, der voll lieb zu dir ist natürlich, permanent lieb zu dir ist und verteilt euch nur Streicheleinheiten, kuschelt den ganzen Tag und dann kriegt ihr ein paar Kinder, die auch voll lieb sind. Das ist immer das Ziel und am Ende sterbt ihr ganz liebevoll und glücklich. Ihr esst noch richtig leckere Sachen, dann kannst du ein bisschen Spaß haben, Party haben, gehst ein bisschen Bowling, machst 4 Wochen im Jahr Urlaub in der Karibik, türkisblauen Wasser, schwimmst ein bisschen mit Delfinen und dann arbeitest du wieder ein ganzes Jahr. Ist doch wunderbar. Der Sinn des Lebens ist absolut traumhaft, weshalb wir überaus glückliche Rentner haben, die auf den Straßen lang rannten, auch schon vor der Corona-Impfung, und die glücklichsten Menschen, die dankbarsten Menschen waren, die Kinder geliebt haben, die sich geliebt haben, die einfach mit dem Herzen und einem Lächeln uns umarmt haben, weil wir für sie arbeiten gehen und sie jetzt nicht mehr arbeiten gehen müssen und so weiter. Sie sind unglaublich dankbar, wenn sie uns an der Kasse vorlassen dürfen, weil wir vielleicht einen hektischen Business-Alltag haben und sie einfach nichts zu tun haben den ganzen Tag. Kotzen sie rum, dass man sich vordrängelt an der Kasse, weil du ein Kleinkind schreien ist im Auto hast. Dafür gibt es keine Gefühle mehr, okay? Das sind die glücklichen Rentner, die es geschafft haben, ihre ganzen Seelenanteile abzuholen. Das ist das Problem, was wir haben. Das sind die Programme, die hinterlassen werden. Und noch kommt dazu, dass sie alle so ab 60, das ist, was ich aus der Praxis einfach habe, zwischen 55 und 60 geht es los, bam, 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 eine Krankheit nach der anderen, eine Tablette nach der anderen. Das war also der Sinn unseres Lebens. Wunderbar, sie enden auf der Intensivstation und dann werden sie rausgeschoben ins Krematorium. Das läuft ganz einfach, Ziel erreicht. Nichts geschafft in diesem Leben. Ja. Nur ganz, ganz wenige kenne ich, die wirklich immer noch dankbar und glücklich waren. Und bei denen weiß ich nicht mehr, ob es so Show war, ob die sich das eingeredet haben, ob das so ein Selbsterhaltungshilfsprogramm ist. Viele Frauen, die einfach, oh, ich bin so glücklich und ihr esst mal schön, ich brauche alles nichts. Und weil das sind am Brustkrebs gestorben. Also da stimmt auch irgendwas nicht in der Birne von denen. Auf jeden Fall gibt es Menschen, die sind fake glücklich. Weiß ich auch nicht, wie das gelaufen ist. Aber das ist das Programm, was in der Matrix hinterlassen wurde, dass du glücklich bist den ganzen Tag, rund um die Uhr. Ja. Wenn du das mal streichen würdest und löschen würdest, was deine Vorstellungen sind von einem glücklichen Leben, dann hast du minimal Chance, ja, oder die maximale Chance, sagen wir es mal so, an die wirkliche Resonanz und die Lebensaufgabe heranzukommen, die zum Beispiel ein katastrophales, aus der 3D-Sicht, Leben darstellen würde. Dass du zum Beispiel, sagen wir mal, 20 Partnerschaften hast, eine in Hongkong, eine in Florida, eine auf den Malediven und überall lernst du jemanden kennen und wunderst dich, dass du zwischen 2 Wochen und einem Jahr immer wieder getrennt wirst und das einfach nicht klappt. Ja. Aber du hast Folgendes gemacht, du bist mit allen in Frieden einigermaßen auseinandergegangen, es gab kein Messer, was geflogen ist, kein Rosenkrieg und ihr habt euch wunderbar trennen können. Ja. So, dann hast du mehr deine Lebenserfüllung und bist in dir viel glücklicher als jemand, der den vorherigen Ablauf, den ich eben genannt habe, bis zur Intensivstation erlebt hat. Weil er hat nämlich gelebt, er hat nämlich erlebt. Ja, er lebte nämlich. Und die deutsche Sprache sagt uns das ganz klar. Er hat erlebt. Was hat denn ein ganz normaler Mensch erlebt in seinem Leben, wenn er nur beschäftigt wird, rund um die Uhr, zwischen Windelwechseln, Steuer, Finanzbuchhaltung und ja, am Ende das Taschengeld zusammenziehen, dass es gerade noch so für die monatliche Miete und die Rente reicht. Was ist es? Was hat derjenige gemacht? Gar nichts. Er hat nichts geschafft. Er wird nicht an seinen eigentlichen Lebensaufgabe, also das, was noch am Leben ist, in früheren Zeitlinien, Orts-, Zeit- und Körper gebunden. Dein Astralkörper ist auch ein Körper,
Der läuft da immer noch rum. Das sind die Spukgeister, die wir hier überall haben, in den Schlössern, in den Wäldern, vor allen Dingen auch im Wasser, was in den Weltmeeren an Verstorbenen ist. Überall sind die Toten, auf der Straße laufen sie rum. Die haben keine Ahnung, was passiert ist. Leute, mein Körper ist weg. Ich will aber noch nach Hause laufen. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Die haben alles umgebaut. Wo gestern mein Haus stand, ist heute eine Autobahn. Keine Ahnung. Habt ihr schon die ganzen Toten auf der Autobahn gesehen? Ja, ich glaube, die suchen ihr Zuhause. Das ist das Problem. Und die einzige Chance, und das wissen sie, nach Hause zu kommen, ist in einem Körper und deswegen nehmen sie deinen. Ich würde euch empfehlen, mal ganz schnell weiß anzuziehen. Ich würde euch empfehlen, alle Einheitsmenschen anzuziehen. Ihr wisst bald, wann zu machen, jeden Tag Absichten zu sprechen und ganz klar euren Geist aufrecht zu halten und zu schauen, was werden euch für Gedanken da reingespielt. Wollt ihr zum Kühlschrank oder wer will zum Kühlschrank? Mensch, kommt klar in der Birne und überlegt euch, was die mit euch so treiben, die Geister. Ja? Und wenn ihr das im Griff habt, wenn ihr es schafft, zu essen, ohne dass die Geister in eurem Körper und in eurem Kopf drin sind, dass ihr wirklich im Frieden seid. Wenn ihr euren Körper im Frieden habt, dann habt ihr ihn in Freiheit und so gereinigt, dass ihr eure eigenen verstorbenen Seelenanteile einpacken könnt. Und die werden so schnell da sein, da könnt ihr gar nicht gucken. Ihr könnt sie einsammeln, so ja, wie die Regentropfen, wenn es wirklich vom Himmel fällt. Es ist ganz einfach. Nur ihr müsst es, das ist das, was ihr tun müsst. Sie wollen sozusagen die Matrix und die Agenda besteht darin, den Kopf und das Herz voneinander so zu trennen, dass es dir unmöglich ist, diese Seelenanteile einzufangen, in Kommunikation zu gehen und danach in die Einheit zurückzugehen. Das ist das Problem, was wir haben. Und alle Menschen, die dieses alte Wissen in sich tragen, die wissen, dass das eigentlich diese Art von Gefängnis ist, in der wir uns hier befinden, die sind alle schon verstorben. Es ist unklar. Alle, von denen ich gelernt habe, die sind nicht mehr da. Ich kann euch nicht mehr sagen, wo die alle hin sind. Die sind gestorben, abgeräumt oder auch ja, verselbstmordet. Keine Ahnung, was hier gelaufen ist. Auf jeden Fall wurden die gejagt. Und dieses Wissen sollen wir nicht in uns tragen. Und schon alleine, dass du das jetzt weißt, wirst du quasi als Staatsfeind abgestempelt. Dieses Wissen sollen wir nicht haben. Das ist das Gefängnis. Schau dir, wie hübsch die unser Gefängnis gemacht haben. Du kannst dir einen schönen Vorgarten leisten. Du kannst auch auf Kredit ein Haus kaufen. Du kannst sogar einen Pool, ein Auto finanzieren. Schau, und schon kannst du doch zufrieden sein. Was willst du denn jetzt noch mit deinen scheiß alten Seelenanteilen? Bleib doch einfach hier. Wir machen dich glücklich. Wir packen dir einen bestellten Hybridmann an deine Seite, der dich jeden Tag liebevoll umgarnt, der dir dein Essen kocht, der dem Kind deine Windeln wechselt, der einfach lieb zu dir ist. Aber warte bitte nicht mehr, denn die OPs, also die organischen Portale, die Hybride, die sie hier auf diese Erde gesetzt haben, das sind geklonte Wesen, die sind dafür erschaffen, um dich zu unterhalten. Im wahrsten Sinne des Wortes, denke an die Truman Show, an seinen besten Freund auf dem Buddelkasten, der gesagt hat: Mir, Truman, kannst du wirklich vertrauen. Ich kenne dich schon vom Buddelkasten an. Und der ganz große Chef hat gesagt: Ich kenne dich seit deiner Geburt, mein lieber Truman. Genau, sie kennen uns, sie wissen alles über uns. Alles, sie wissen viel mehr als wir, okay? Und deswegen wissen sie auch, was wir für einen Partner haben wollen, was wir uns sehnsüchtig wünschen, wenn wir in die Sterne schauen. Sie wissen alles über uns, okay? Und sie hören uns auch jeden Tag zu. Denn diese Matrix gibt es nicht. Das ist eine Illusion, was du siehst. Ja. Aber ihr braucht keine Angst vor ihnen haben. Es gibt nichts Stärkeres und Machtvolles als das, was mit dir inkarniert ist. Das, was du bist. Wenn du ihnen sagst: Pass auf, bleib mir vom Hals. Ich mache jetzt ein Aura-Clearing. Ich mache jetzt ein Clearing bei EAMA. Ich reinige mich jeden Tag mit Ivis und ich weiß genau, was ihr braucht und was ich brauche. Aber ich weiß auch, wenn ihr kommt, wenn ihr vorbeifahrt, mich anhubt und von mir ein Hello abholen wollt. Also ein Hallo, sprich Hölle, ja, eine Zustimmung in die Hölle zu gehen. Nein, kriegt ihr nicht von mir. Ich begrüße euch nicht mit diesem. Ja, ich begrüße euch nicht, auch nicht mit Servus oder Grüß Gott. Nein, ich will nicht nach unten. Ich will nach oben, in die Einheit zurück. Deswegen kriegt ihr von mir nur ein Pura wieder. Das ist ganz einfach. Überall holen sie euch die Zustimmungen ab, damit ihr in dieser Zeitlinie eine weitere Inkarnation gestartet habt, in der ihr wieder ortsgebunden seid und jetzt die Geimpften natürlich auch körpergebunden sind und nicht nach Hause zu kommen. Wenn ihr euch heutzutage in einen Geimpften verliebt oder denkt, dass das eure große Liebe ist, dann ist das eine weitere große Einspielung und eine große Magie, weil sie um deine Schwäche wissen, nämlich um das Mitleid und um deine eigenen Sehnsüchte. Streiche sie weg. Diese Sehnsüchte, die du glaubst zu haben, sind nicht mal deine. Weil die Wahrheit deiner Sehnsüchte besteht einzig und allein darin, hier zu inkarnieren,
die Zeitlinien aufzuräumen, deine Seelenanteile zu sammeln, damit deine metaphysischen Kräfte zu verstärken und mit dieser gemeinsamen Kraft nach Hause zu gehen. Das ist der einzige Grund, warum du und deine Seele inkarniert sind und sie alles für dich vorbereitet hat. Und wenn du anfängst, um Hilfe zu bitten, anfängst, das einzusehen, dass alles, was dir begegnet, in jeder Form ein Geschenk ist, alles, weil du kannst dein Bewusstsein nicht besser schleifen als an dem, was sie dir vor die Füße setzen, okay? Sie kannst es nicht besser bestätigen als an dem, wenn sie dich ärgern, wenn sie nachts kommen, dich angreifen. Dann brauchst du nicht ins Opfer gehen, sondern dann weißt du, dass du interessant genug bist, dass sie auf dich aufmerksam geworden sind und dass du auf dem richtigen Weg bist. Jeder von euch, der schwarzmagische Angriffe hat, kann jeden Tag feiern und sagen, ja, yeah, ich bin auf der richtigen Zeitlinie, ich bin dabei, mich wieder einzuholen und mich nach Hause zu bringen, in allem, was ich bin. So, und jetzt könnt ihr auf unsere Ubis noch warten. Ihr könnt selber absolut kreativ werden. Ihr könnt gerne versuchen, im Internet etwas über Zeitlinien herauszufinden. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch mit uns teilen. Ja, und sobald wir wieder was Neues darüber haben, hört ihr uns mit einem Teil 2. Das ist erstmal für uns ganz wichtig, dass ihr herausfindet, wann, zu welchen Zeitpunkten, welche Charaktereigenschaften von dir, vor allen Dingen inspezifisch, wenn du mit Mitmenschen zusammen bist, mit Menschen zusammen bist, die hochschwingend sind, was resonieren die dir an, was zeigen sie dir, womit schimpfen sie, was kommunizieren sie dir, was stimmt mit dir nicht, und schau dir das an. Vielleicht passt das Ganze in ein früheres Bild, in ein früheres Ereignis, wo du noch steckst und dich immer wieder aus Versehen drinne befindest. Du kannst also, ohne eine große Reise mit einem Flugzeug zu machen, aus deiner eigenen Erkenntnis heraus zu sagen, ach ja, ich befinde mich noch im Mittelalter, ich sehe, wie sie mir die Axt hinten in den Nacken schlagen. Ich weiß sogar, diese Person gibt es auch in diesem Leben, die mir begegnet ist, also die Synchronizitäten noch mit anschauen, denn alles wird dir vor der Nase serviert, glaub mir. Alles ist genau hier, denn wir beherrschen die Matrix und nicht die andere Seite. Das ist immer noch so. Wenn diese Matrix, so wie wir sie jetzt noch haben, ist immer noch zum größten Teil in unsere DNS gebunden, obwohl sie über Blutkriege unser Blut haben in die Erde fließen lassen. Ja, obwohl sie über Impfungen und jetzt auch die letzte Impfungen, Pflichtimpfungen, die Genetik verändert haben, der Astralkörper und unser Bewusstsein sind immer noch stärker als diese Illusion, die nicht existiert. Das ist wissenschaftlich bewiesen, okay? Also existiert auch dieser Körper nicht. Ja, und was noch hinzuzufügen ist sozusagen, woran merke ich, dass ich in einer alten Zeitlinie drinne stecke, auch an meinem ganzen Verhalten, Wesen, an meinem Lebensablauf, ist zum Beispiel, habe ich kennengelernt, jemand, der 30 Jahre bei der Deutschen Bahn Zug gefahren ist. Ja, und der würde heute noch Zug fahren, wenn wir nicht eine Rückführung gemacht hätten. Und zwar immer auch dieselbe Strecke, wo ich mich frage, mit welchem normalen Menschenverstand kann man das machen? Wer hält sowas aus? Und er war glücklich, er war zufrieden mit diesem Job und kam zu mir, weil er gesagt hat, er hat irgendwie das Gefühl, er müsste mal was verändern in seinem Leben. Er hat mich in der Zeitung gelesen. Ja. Und dann machen wir eine Rückführung und stellen wir fest, dass er in einem früheren Leben auch Zug gefahren ist, auch diese Strecke, aber erschossen, ermordet wurde, ich weiß nicht genau, das Ding ist in die Luft gesprengt worden, keine Ahnung, es hat eine Bombe, haben wir vermutet, ja, so dass er einfach astral dort immer noch Zug fährt und in diesem Leben genau diese Lebensaufgabe bekommen hat, genauso wie ein Busfahrer, LKW-Fahrer immer dieselbe Route fährt, weil er sich selber sucht auf der Straße, wo er verloren gegangen ist, um in den Körper reinzuschlüpfen. Deswegen, solange es denen Spaß macht, haben die sich nicht gefunden. Die Seele erhofft, sozusagen wieder anzukommen, in diesen Körper reinzuschlüpfen. Die versuchen, sich zu finden, zu erinnern. Deswegen kann man, als therapeutisch betrachtet, so eine Art Erlebnis nachkreieren. Wir haben das jetzt erst vor kurzem mit meiner Tochter gemacht, die ins Meer geschmissen wurde, die Hände gebunden waren, die wie Piraterei, die so ein Fass über den Kopf gekriegt hat und dann im Meer geschwommen ist und da rumgeschrien hat und keine Luft gekriegt hat. Und sie hat immer gerufen und es hat keiner gehört, was hat sie keiner aus dem Wasser rausgeholt. Wir haben es sowas ähnlich mit einem Pappkarton gemacht. Die Leute am Strand haben natürlich krass geguckt, aber es war einfach ganz wichtig, wo einfach die Hände und Beine zugebunden waren und die Beine waren ganz aufgequollen, nur die Beine wurden von ihr aufgequollen. Und ja, also weil das im Wasser war, der Rest des Körpers war nicht im Wasser und all so eine Sachen. Alles kann man hervorrufen, indem man noch einmal sich dieses Ereignis heranzieht, indem man sich fühlt, ja, oder meine Tochter zum Beispiel, meine andere Tochter konnte nicht sprechen, hat ihren Mund nicht aufgeregt, wenn du sie was gefragt hast, dann erst mal eine halbe Stunde Pause, bevor sie eine Antwort machen kann. Bis wir dahinter gekommen sind, dass sie nicht dumm ist oder irgendwas ein Problem hat, meine Frage nicht versteht, eine andere Sprache spricht, sondern dass sie einen Knebel im Mund hat und
nicht aussprechen konnte, weil sie gefesselt war in einem kleinen Häuschen, wo sie eingesperrt wurde, Knebel drum und nicht schreien konnte. Sie konnte einfach, sie wollte immer was sagen, aber sie konnte nicht, weil es kam nichts raus. Also haben wir den Knebel abgeschnitten, ihr nochmal einen umgemacht. Danach hat sie mit dem Kick die Tür, irgendeine Tür weggekickt und hat sich astral mit ihrem Astralkörper aus dieser Erinnerung, aus dieser emotionalen Blockade heraus befreit. Also Dinge kann man nachbauen, ja. Oder auch ein Ereignis von einer Tochter von mir, wo er in den Rücken geschossen wurde. Im Zweiten Weltkrieg von den eigenen Leuten, also Vertrauen gleich null, in Familie und in denen, mit denen sie zusammenlebt, ja, weil sie gegangen ist, den Krieg verlassen hat, gesagt hat, sie geht jetzt nach Hause zu ihrer Familie, der Krieg ist beendet für sie, und dann haben die eigenen Leute in den Rücken geschossen und hat es nicht gedacht, nicht geglaubt, dass es jemand macht, dem sie so vertraut hat. Und ja, bisher ist das Vertrauen einfach das Thema, und jetzt kann man das mit einer Spielzeugpistole oder einem Böller nachüben, um einfach diesen Schuss noch einmal, dieses Erlebnis in den Rücken von der eigenen Familie geschossen zu werden, dann wach zu werden und sozusagen sich dort abzufangen, den Astralkörper zurückzuholen. Ihr werdet sehen, wenn ihr diese Sachen versucht, natürlich sinnvoll, ungefährlich nachzugestalten, sodass du aber das emotionale Schockerlebnis hast. Ich selbst habe das jetzt mit meiner größten Tochter gemacht, weil wir hatten eine Messerattacke von meinem ersten Lebenspartner, also ihrem Vater, und ja, bei uns hat das nur gereicht, dass einer von meinem jetzigen Lebenspartner oder ihr Partner ein Messer in die Hand genommen hat und wir in der Küche waren. Wir haben nur gezittert. Also es war einfach ein Schock, wenn jemand mit einem Messer in der Hand da ist, um das hervorzurufen, um das noch einmal umzuschreiben. Ja, das sind jetzt mal Beispiele von uns. Es gibt unglaublich viel zu tun für euch und ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen mehr verstanden, wie man die Astralkörperanteile aus den Zeitlinien aktivieren kann, wie man sie dann auch umschreiben kann, und ihr könnt das gerne alleine versuchen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, diese Sachen zu trainieren, zu üben und auch zu wollen, in Absicht zu bringen. Und es gibt übrigens noch, wenn ihr dann mal in so einer Zeitschleife drin seid wieder, was eigentlich jeden Tag passiert, unterschiedliche Situationen, Auslöser, Worte von Mitmenschen können dich in Astral in diese Vergangenheit katapultieren, eine Verletzung, eine Zeitschleife, in ein Opferprogramm bringen, obwohl du gar kein Opfer bist in diesem Leben, ja, dann kann es manchmal 1-2 Tage anhalten, bis du da wieder rauskommst, oder bei manchen hält es ein ganzes Leben an, und die kommen gar nicht raus und schreien ihr ganzes Leben, streiten ihr ganzes Leben, dabei stehen sie vielleicht noch vor Gericht im Mittelalter und versuchen den Plädoyer und die Verteidigung zu sprechen für sich. Keine Ahnung, warum manche Menschen immer so rumschreien müssen, aber es ist einfach so, oder streiten müssen die ganze Zeit, ja. Mit wem sie auch immer streiten, es bist wahrscheinlich nicht du. All diese Dinge sind anzuschauen, das jetzt nochmal. Deswegen reißt euch zusammen, ruft euren Astralkörper und beginnt komplett in die Einheit in eures Bewusstsein einzutreten. Wenn ihr einen spirituellen Lehrer da draußen findet, der etwas Ähnliches berichtet wie mich, dann bitte ich darum, dass ihr uns in Kontakt bringt, dass ihr darüber uns informiert, sodass wir einfach sehen können, dass vielleicht ein größeres Potenzial zusammengefasst werden kann. Ist mir leider noch nicht begegnet, ich weiß auch warum, aber vielleicht findet ihr es auch heraus. Bis gleich und purer wieder, ihr Lieben.